Vor über einer Dekade habe ich mich das erste Mal mit dem Thema Trading Lernen beschäftigt und habe viel damals in Foren gesucht, Blogs durchforstet und so weiter und es mir alles mühsam zusammengearbeitet. Was ich dir heute mitgeben möchte mit diesem Video ist eine einfache Übersicht mit den 6 Kategorien und ersten Schritten, die du machen musst, wenn du erfolgreich traden willst. Deshalb schau dir das Video an, es wird gut, bleib dran. Passend zum Thema Trading lernen möchte ich dir, wie angekündigt, in diesem Video 6 Kategorien oder erste Schritte vorstellen, die du dann im Nachgang sofort umsetzen kannst, wo du schauen kannst, jo, wo bin ich denn da schon aufgestellt, wo habe ich noch Defizite und wie gesagt, wenn du jetzt ganz frisch dabei bist, du wirst dieses Big Picture bekommen, dass du das mal alles irgendwie aus der Vogelperspektive betrachten kannst, diesen ganzen Komplex Trading, Daytrading und deshalb fangen wir jetzt an. Im ersten Schritt ist es wichtig, dass du deinen Trading-Stil findest. Das wird heute vielleicht noch gar nicht der Fall sein, ja, deshalb solltest du alle diese 4 Trading-Stile mal ausprobieren und schauen, hey, wo fühle ich mich überhaupt wohl, was für ein Typ bin ich, ja, bin ich eher der Kurzfristige, vielleicht der Scalper, der Trades für ein paar Sekunden oder Minuten hält, bin ich der Daytrader, der die Positionen für ein paar Stunden bis zum Tagesende hält, der Swing-Trader, der Positionen für ein paar Tage oder Wochen hält oder der Positionstrader, der auch mal für ein paar Monate einen Trade halten kann. Es gibt hier kein richtig oder falsch, du musst etwas finden, was du dich diszipliniert durchziehen kannst. Das sollte das Ziel sein, denn du kannst mit allen Stilen gleich viel Geld gewinnen oder verlieren. In den Klammern siehst du noch Zeiteinheiten vom Minutenchart bis hin zum W1, dem Wochenchart. Ja, das sind eben so die Zeiteinheiten, in denen die einzelnen Trader hauptsächlich arbeiten. Gibt es keine klare Grenze, ist nur eine Orientierung und kann auch mal nach links oder rechts ein bisschen verschwimmen. Und auch der Daytrader sollte oder auch der Scalper sollte auch immer mal in die höheren Zeiteinheiten gucken. Vielleicht liegt da in dem jeweiligen Basiswert ein großer Widerstand und dann macht es vielleicht Sinn, seinen Trade von den Zielen so ein bisschen anzupassen. Deshalb nicht stur betrachten, ist eine erste Orientierungsgröße. Zweite Kategorie beschäftigt sich mit den grundsätzlichen Strategien. Es gibt Trendhandel, es gibt Korrekturhandel, es gibt Ausbruchshandel. So, das sind die 3. Mit Sicherheit kann man da auch noch über Nischen sprechen, die jetzt hier nicht aufgeführt sind, die jetzt nicht dabei sind. Aber das sind so die grundsätzlichen 3 Möglichkeiten. Denk immer dran, ein Trend, zum Beispiel in einer Aktie oder einem Währungspaar oder auch Krypto, besteht aus einer Bewegung, einer Korrekturbewegung, die aber nicht ganz so weit zurückgeht wie da, wo die Bewegung angefangen hat. Und dann geht es weiter mit dem nächsten Bewegungsschub. Ja, also ein kompletter Trend. Da gibt es immer wieder Zwischenkorrekturen und der Trendhändler versucht halt diesen kompletten Trend auszureizen, während ein Korrekturhändler sagt, ja, ich will in diese Trendrichtung handeln, ich warte auf die erste Korrekturschleife und setze mich dann in Trendbewegungen mit ein und kaufe dort meine Position. Und den Ausbruchshändler, ja, das sind so die Dinge, die wir gerne machen. Wir warten auf bestimmte Ausbrüche. Zum Beispiel wird ein neues Tageshoch gemacht oder auch ein Tagestief, wenn wir Short handeln. Es gibt Momentum-Trades im Zuge von Zinsentscheiden, Wirtschaftsdaten oder eben auch, weil große technische Level gerissen werden, die wir dann abwarten, gegebenenfalls mit Volumen kombinieren und erst dann unseren Einstieg finden. Dazu aber gleich im Video auch nochmal mehr. Aber das sind so die ersten 3 unterschiedlichen Ansätze im Bereich der Strategien, die man generell handeln kann. Im dritten Teil geht es um das Risikomanagement. Es gibt diesen Spruch, der sich bewahrheitet hat, versuch Verluste zu begrenzen und Gewinne laufen zu lassen. Ist in der Praxis gar nicht so einfach, aber trotzdem ist das Prinzip dahinter schon richtig. Wie begrenze ich meine Verluste? Naja, zum Beispiel mit einem Stop-Loss. Das Schlechteste, was ein Trader tun kann, ist in einen Trade reingehen, ohne zu wissen, wo er sich absichert und den einfach mal laufen lässt und hofft, es wird schon irgendwie gut gehen. Kann 10-mal gut gehen, 11-mal, 40-mal gut gehen und beim 41. Mal hast du einen Trade, der so gegen dich geht über Stunden und Tage, dass dein komplettes Kapital aufgefressen wird sozusagen und du den Margin Call des Brokers bekommst. Damit das nicht passiert, sollst du eben deinen Trade von Anfang an absichern. Einen Stop-Loss wählen, der dein Konto schützt. Und der sollte nicht irgendwo liegen, sondern der sollte so sinnvoll gewählt sein, dass du maximal 1% deines Kontokapitals pro Trade riskierst.
Hast du 10.000 Euro auf dem Konto, würde ich bei einem Trade 100 Euro maximal riskieren. Und das steuerst du dann über den Abstand des Stop-Loss zum Einstieg und auch über die Positionsgröße, die du für diesen Trade gewählt hast. Mach dir bitte klar, dass das alles vor Trade-Beginn feststehen muss. Wo lege ich meinen Stop-Loss hin und mein Take-Profit? Also wo soll der im Gewinn dann auch beendet werden, wenn es in die richtige Richtung geht? Und je mehr du vorher planst, bevor es überhaupt losgeht, desto ruhiger und unemotionaler wirst du am Bildschirm sitzen können. Die vierte Kategorie, der vierte Schritt, ist dann das Thema Märkte. Gerade wenn du kurzfristig handelst, im Scalping oder Daytrading, spielt die Liquidität eine große Rolle. Also wie viel Handelsvolumen ist in diesem Markt? Wie eng sind auch die Spreads, also die Differenz zwischen An- und Verkaufskurs? Wie schnell kann ich Positionen wieder loswerden? Und deshalb brauchen die wirklich aktiven, kurzfristigen Traderinnen und Trader liquide Märkte. Liquidester Markt der Welt ist der Forex-Markt, also der Währungshandel. Aber auch sehr, sehr viele Aktien sind sehr liquide. Du kannst auch Rohstoffe handeln, Indizes handeln wie DAX, DAO und Co. Natürlich auch Krypto. Der Kryptomarkt wird auch liquider an vielen Stellen und für Trader damit geeignet. Versuch über die Strategien, die du im zweiten Schritt festgelegt hast, da einfach zu schauen, ja, wo kann diese Strategie umgesetzt werden, wo kann sie nicht umgesetzt werden. Das wird auch nur übers Ausprobieren möglich sein, das mal rauszufinden. Generell ist mir noch eine Sache wichtig. Du kannst eine Strategie nicht nach 5 Trades beurteilen. Versuch mal mindestens 50, besser 100 Trades nach immer dem exakten Ablauf zu machen. Immer dem exakten Risikomanagement, Einstiegen etc. Erst dann hast du genug Quantität, das zu bewerten. Denn es kann auch in einem erprobten System sein, dass du 5-mal hintereinander ausgestoppt wirst. Über das Risikomanagement regelst du, dass du dabei nicht dein komplettes Kapital verlierst. Ja? Und über diese Quantität an Trades wirst du dann am Ende herausfinden, habe ich bei diesem Ansatz, bei diesem System einen positiven Erwartungswert und damit mehr Gewinne als Verluste oder eben nicht, dann muss ich nochmal von vorne anfangen oder vielleicht einzelne Parameter ändern. Fünfte Kategorie ist das Thema Einstieg und Ausstieg. Du kannst das über charttechnische Hilfsmittel definieren, wie zum Beispiel Indikatoren, die dir diese Signale geben. Du kannst es über das Volumen machen, du kannst es über News machen oder über die Zeit, indem du einfach sagst, es soll eher ein saisonaler Trade werden im Swing Trading oder ein Daytrade, wo du sagst, spätestens um 21:59 wird der Trade geschlossen, egal wo er steht. Das sind so die ersten Ansätze, wo du mal Ideen raus entwickeln kannst, wie ein Einstieg und ein Ausstieg erfolgt. Bei uns ist es so, dass wir viel im US-Aktienmarkt handeln, dass die erste Stunde im US-Aktienmarkt sehr liquide ist und auch volatil. Und gerade da kombinieren wir charttechnische Merkmale mit News, also mit fundamentalen Ansätzen und auch dem Volumen. Das heißt, du kannst auch gewisse Dinge mal kombinieren. Last but not least, Schritt Nummer 6, Finanzprodukt-Broker. Wir haben jetzt festgelegt, in welchem Trading-Stil wir uns erstmal bewegen wollen, welche Strategien, Risikomanagement etc. dazugehören, welche Märkte. Und jetzt können wir sagen, ja, mit welchem Finanzprodukt kann ich denn das Ganze umsetzen? Und da gibt es zum Beispiel den klassischen Basiswert, also die Aktie. Ja, du kannst aber auch über Derivate gehen, du kannst über Optionen gehen, du kannst über CFDs gehen, also Contracts for Difference, Zertifikate, wobei ich da sagen muss, A, nicht jedes Zertifikat eignet sich für den kurzfristigen Stil und B, es gibt noch so Feinheiten, zum Beispiel sind Optionsscheine keine Option. Optionsscheine sind aber die Dinge, die viele Einsteiger nutzen, weil sie dann merken, oh, ich kann einen gewissen Hebel mitnehmen. Aber Vorsicht, die werden nicht immer fair bepreist und du musst eben schauen, dass der Trading-Stil zum Produkt passt. Das heißt, zusammenfassend solltest du dir mitnehmen, dass du, egal ob du jetzt bei Tag 1 oder Tag 1200 stehst, du brauchst immer ein Trading-System. Ein Trading-System folgt immer einem gleichen Ablauf. Es gibt einen Input und dann kommt ein entsprechender Output raus. Und diese 6 Schritte, diese 6 Kategorien helfen dir, das Thema mal einzugrenzen, aus der Vogelperspektive zu sehen und zu schauen, ja, wie und wo muss ich denn jetzt in den nächsten Tagen dran arbeiten. Wenn du sagst, das geht ja alles nicht schnell genug oder du hast auch da Probleme, diese Puzzleteile zusammenzufügen, kannst du gerne auch mit uns zusammenarbeiten. Wir haben sehr viele kostenlose Inhalte auch für Einsteiger auf unserer Webseite tradingfreaks.com, natürlich auch hier im YouTube-Kanal. Und wenn du sagst, hey, es soll noch gezielter sein, trag dich mal ein für ein kostenloses Infogespräch bei uns. Schau dir eins unserer Webinare an, dann wirst du auch lernen, was wir täglich tun, was wir anderen Leuten beibringen, die alle irgendwo nebenberuflich gestartet sind. Und du wirst sehr, sehr gezielte Anleitungen dazu bekommen. Unter dem Video findest du mehr Infos dazu. Wir freuen uns über ein Like für das Video und bis zum nächsten Mal.